Wegen Familienstreit, Meghans Vater mahnt ihre Geschwister. Er stellt sich eindeutig auf die Seite seiner Jüngsten und holt damit zum Seitenhieb gegen seine beiden älteren Kinder aus. Seit Monaten lassen Herzogin Meghans, 36, Halbgeschwister Thomas Markle Jr. und Samantha Grant kaum ein gutes Haar an ihr, stänkerten zuletzt lautstark gegen ihre Hochzeit mit Prinz Harry, 33. Wenige Tage nach dem royalen Mega-Event meldet sich nun Vater Thomas Markle Sr. zu Wort und ermahnt die zwei Streithälse der Familie öffentlich, sie sollen sich endlich beruhigen. Gegenüber TMZ sprach nun offen über die Royal Wedding und gab zu, es auf ewig bereuen, den großen Tag seiner Tochter verpasst zu haben. Für ihn sei die Zeremonie, die er nur vom TV aus verfolgen konnte, etwas ganz Besonderes gewesen. Mein kleines Mädchen ist jetzt eine Herzogin und ich liebe sie über alles, betonte er stolz. Seinem Küken wünsche er nur das Beste und daher vor allem die Ruhe vor seinen streitwütigen Halbgeschwistern, wie er unmissverständlich klar machte, ich bete, dass Harry und Meghan in ihren Flitterwochen entspannen können und meine Verwandten endlich ihre Klappe halten. Ob die den Seitenhieb ihres Vaters auf sich sitzen lassen werden? So oder so Fakt ist, das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Dad ist deutlich besser als das zu ihren Halbgeschwistern. Im Gegensatz zu seinen zwei älteren Kindern war zur Hochzeit eingeladen, konnte die Reise aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme aber nicht auf sich nehmen.